Ja, hallo, Michael Kurzur, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir wieder Geld mit Filme schauen. Da bin ich echt mal gespannt. So, das ist das Video, das ist von Mirkoman. Und ja, da schauen wir einfach mal. Vorher was in eigener Sache, mein Kanal Smartphone-Millionär. Ja, hier geht es um Geld verdienen mit dem Handy, Tablet und ja, unterwegs. Und um kein Video mehr zu verpassen, abonnier doch den Kanal und genau, die Glocke aktivieren und dann starten wir sofort los. Also, das Video hat 200 Aufrufe, 12 Daumen hoch, ja, ganz gut. 2 Daumen runter. Ja, hey Leute und ein ganz herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video gibt es mal wirklich eine spannende Methode, denn ich möchte euch zeigen, wie ihr die Möglichkeit habt, Online-Geld zu verdienen durch das Anschauen von Filmen. Und diesmal sprechen wir nicht nur von irgendwelchen, naja, ich sag's mal, kleinen Videos im Internet oder Okay. sonstiges, sondern wirklich von richtigen Kinofilmen. Also es wird auf Was? Nein, wir bekommen Geld fürs Kinofilm. Ich weiß, dass es in Amerika, in Los Angeles und so gibt es so Probezuschauer und so, die so einen Film vor der Veröffentlichung sehen und die bekommen dafür auch Geld. Das ist bevor die dann halt, also die haben manchmal so mehrere Cut-Versionen wohl oder so. Dann sollen die Zuschauer sagen, wie sie den Film finden. Damit man dann noch etwas ändern kann oder so bei den Cuts oder so, falls der Film doch bei den Zuschauern durchfällt. Ob man da richtig viel Geld mit verdient, ha, ist die Frage. Deshalb sehr interessant. Okay. auf jeden Fall spannend. Und bevor wir jetzt hier gleich mit dem eigentlichen Inhalt des Videos starten, würde ich mich natürlich wie immer, falls du neu auf meinem Kanal bist, mich sehr über ein Abo von dir freuen. Wie du siehst, ich lade hier regelmäßig neue Videos hoch rund um die Themen Online-Geld verdienen und ums Investieren. Also falls du dich grundsätzlich für diese Themen im Allgemeinen interessierst, dann würde ich mich doch sehr über ein Abo freuen. Grundsätzlich allgemein, oh Mann, wie ich das Wort grundsätzlich auch hasse. So jeder Verkaufstrainer und so kommt mit diesem Wort. Ja, am Telefon. Sind Sie denn grundsätzlich bereit für ein Telefonat mit mir? Bla 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 oder sich das anzuhören? Oh, ich hasse es. Okay. Und ansonsten würde ich sagen, schnacken wir nicht länger drumherum, sondern lasst uns direkt mit dem eigentlichen Inhalt des Videos starten. Also, um welche Plattform geht es heute? Es geht hier heute um die Plattform Animation Arena. Und zwar tue ich euch das Ganze jetzt hier mal kurz übersetzen. Also dazu sei gesagt, Okay, aber vom Design her, für eine Seite, die viel ausbezahlt ist, ist das schon mal und nicht sicher. Also SSL-Verbindung funktioniert auch irgendwie nicht. Und wir sollen das glauben? Okay. gesagt, das Ganze hier ist eine amerikanische Seite, an der ihr aber trotzdem teilnehmen könnt. Und ihr seht es jetzt schon. Ach, ich sehe da oben auch Videospiele und so. Das ist ja auch so, ne? Videospiele werden ja auch voll getestet. Und dafür bekommt Tester auch Geld. Aber soweit ich weiß, weil du musst echt Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben und alles Mögliche, das ist dann meistens auch in den großen Städten, wo die Entwickler sind, so Firmen, die einen einladen. Man weiß vorher nicht, was man testen soll und dann wird man da hingesetzt und dann, ja, dann muss man unterschreiben, dass man davon nichts sagt oder so, was da vorkommt vom Inhalt und so weiter. Und dann, ja, aber als Online-Plattform seriös, wo man viel Geld verdienen kann, habe ich das noch nicht gesehen. Nein, 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 nein. Hier werde bezahlt, um Videospiel-, Comicbuch- und Filmrezensionen zu schreiben. Und zwar funktioniert das Ganze nämlich jetzt hier wie folgt. Ihr seht jetzt hier schon, wir bei Animation Arena suchen nur ein paar Autoren, die Videospiel-, Comicbuch- oder Filmrezensionen schreiben. Es ist keine Berufserfahrung erforderlich. Wir bitten nur um echte Leidenschaft für das Thema und eine klare Grammatik, die unsere Leser verstehen können. Diese Bewertungen sind Ach, beide. Leser, also wenn die noch veröffentlicht, also okay. Okay. Also hier keine technischen Texte. Also, wie ihr seht, ja, das ist natürlich jetzt hier nicht so eins zu eins sauber übersetzt worden, ist halt der Google-Übersetzer. Aber kurz zusammengefasst, also jeder hat hier wirklich die Möglichkeit, mit dem Bewerten von Filmen hier Geld zu verdienen. Und ihr seht jetzt hier auch, ihr braucht dafür keine Berufserfahrung oder sonstiges. Also es kann wirklich jeder machen. Und ja, es gibt allerdings jetzt hier
Um sowas machen zu können, auch ein paar Voraussetzungen und die werde ich euch jetzt hier erklären. Also zum einen ist es eben so, dass ihr euch hier vorher bewerben müsst. Also das heißt, ihr könnt jetzt hier nicht einfach irgendeinen Film auf Animation Arena schauen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal, wie die Seite aufgebaut ist und dann am Ende gebt ihr eure Bewerbung ab und verdient euer Geld. So einfach funktioniert das leider nicht hier für so eine Methode, sondern ihr müsst wirklich jetzt hier. Auch die Seite, wie alt die ist. Also ich weiß jetzt nicht, was sind deine Top-Filme für 2010? Das Video ist ja aktuell. Also, boah. Und wie gesagt, es ist älter bei uns, keine Ahnung, was ich weiß gar nicht. Okay. Eine Bewerbung an arenamaster@animationarena.com schreiben. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal. Wenn Sie Interesse haben, für Animation Arena zu schreiben, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit zwei Mustern Ihres Schreibens an die E-Mail, die ich euch eben schon hier gezeigt habe, beziehungsweise vorgelesen habe. Und da ist es jetzt eben so, dass sie mit zwei Mustern eben schon zwei bestehende Rezensionen meinen. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach schon mal für zwei Filme eben eine Bewertung im Vorhinein schreiben und müsst die denen dann schicken, einfach damit sie eben überprüfen, okay, wie habt ihr das. Okay. Muss in Vorleistung treten, ne? Und dann $15 ist jetzt auch nicht so viel, ne? Okay. Gemacht, habt ihr auf eure Rechtschreibung und so weiter geachtet, weil das hier ist wirklich ein großer Punkt, wo die sehr, sehr viel Wert drauf legen. Und dann seht ihr jetzt hier, zusätzlich müsst ihr eben auch noch solche Dinge wie euren Namen dazu schreiben, euer Alter, welches Thema bzw. welche Themen ihr überprüfen möchtet. Also sprich eben, ja, welche Kategorie von Filme schaut ihr gerne? Was macht Ihrer Meinung nach eine Rezension zu einer guten Rezension und so weiter? Also wie ihr seht, hier müsst ihr noch ein paar Fragen beantworten und dann könnt ihr euch nämlich jetzt hier bei arenamaster@animationarena.com bewerben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind das denn jetzt hier so grundlegend für Filme? Also grundsätzlich könnt ihr denen auch selber schreiben, welche Filme ihr bewerten möchtet. Allerdings sehen wir jetzt hier auch nochmal auf deren Seite, um welche Filme es sich denn jetzt hier handelt. Also es sind hier grundsätzlich, ja, Filme in den unterschiedlichsten Kategorien. Also jetzt hier zum Beispiel Animationsvideos, wie ihr seht, irgendwelche Filme von Pixars. Ja, also ich muss leider dazu sagen. Also ganz ehrlich, das ist ja eher so, als ob du da so als Redakteur arbeitest. Du arbeitest als Redakteur für eine Filmseite. Ne? Also ganz normal. Du könntest dich ja auch überall anders bewerben. Und ja. Also du kriegst die Filme ja auch nicht und du bekommst das Geld verdient nicht durch Filme schauen, sondern Texte schreiben. Also ein Blogartikel über den Film, den du geschaut hast. Dann musst du dir den Film vielleicht noch kaufen, ins Kino gehen oder so. Aber ich finde es jetzt nicht so cool. Ja, du bist ein Redakteur einfach nur, weil es ist keine Geldverdienseite, wo du so massenhaft Geld verdienen kannst und jeder Geld verdienen kann. Meine Meinung ist dazu. Schreib mal deine Meinung, ich freue mich drauf. Ich würde aber sagen, komm, wir stoppen das jetzt einfach mal hier. Du bist einfach ein Redakteur. Da kannst du bei jedem größeren Blog oder so, die suchen Redakteure und zahlen dir vielleicht Geld. Mein Name ist Michael Kurze, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab. Ich bin raus. Ciao.